Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuschauer, liebe Abonnenten. Wir sind jetzt hier im ersten Halbfinalspiel von dem Turnier vom guten Master Commander, der Admin von Shogun 2 Total War Germany, der Clan. Ja, wie gesagt, das ist das Halbfinale. Das Viertelfinale, könnt ihr euch denken, ist demnach durch. Ist ja alles schon lange durch, muss man an der Stelle nochmal sagen. Dennoch kommen die Kommentare jetzt natürlich ein wenig spät an der Stelle, aber fürs Auge ist es immer was, das wisst ihr. Das ist ja überhaupt das, was man in diesem Spiel so schätzt. Und ja, es spielen heute... Genau, man musste mich mal wieder abwürgen, aber okay. Master Commander gegen Teddy. Master Commander spielt hier mit den Tokugawa gegen den Teddy. Na, was haben wir denn jetzt? Okay, okay, okay. Man will mich mal wieder hier hochnehmen. Hahaha. Okay. Okay, gut. ich hatte gerade ein kleines Steuerungsproblem, aber jetzt scheint es das wieder getan haben. Gut, umso besser. Gut, okay. Es geht direkt in den Kavalleriekampf am Anfang. Okay. Yari-Kavallerie gegen eine andere Yari-Kavallerie. Okay, gut, dann gucken wir uns das erstmal an. Das macht es natürlich am Anfang ein bisschen schwierig. Aber okay. Große Garde gegen Große Garde. Ausgeglichene Einheiten, das ist interessant. Okay, jetzt hat er natürlich der gute Teddy hier noch den Vorteil. Er hat noch eine andere Einheit und kann hinten reinfahren. Ja, perfekt. Das drückt ordentlich auf die Moral von der Großen Garde. Der Kavalleriekampf auf der Seite dürfte dann wahrscheinlich an den guten Teddy gehen. Jawohl. Obwohl die Einheiten halten sich ja. Gut, okay, jetzt. Ja, okay, jetzt verenden sie. Aber gut, okay. Der gute Master Commander hat hier noch eine große Garde und eine Yari-Kavallerie. Keine Wets. Wir gehen jetzt mal auf Pause. Okay. Er hat hier seinen General. Dann in der hintersten Reihe jede Menge Speerinfanterie. Naginata Kriegermönche. Naginata Kriegermönche dreimal. Dann hat er davor Katana-Samurai. Jede Menge. Vier Einheiten. An den äußersten. Fünf Einheiten sogar. Dann nochmal. Naginata Kriegermönche habe ich schon erwähnt, tut mir leid. Bogenkriegermönche, zwei Einheiten. Und davor nochmal die Naginata Samurai. Dann kommen wir zum. Zu den Chosen-Gabe. Zum guten Teddy. Der General. In der hintersten Reihe, selbstverständlich. Davor jede Menge Speerinfanterie, alles in Naginata Kriegermönche. Davor Katana Samurai, vier Einheiten. Davor zwei Yashigawa-Einheiten und der vordersten Reihe Lundenschlösser. Samurai-Einheiten. Gefällt mir. Sehr wenig Wets. Finde ich sehr gut, muss ich sagen. Auch mal ohne Wets großartig. Bis auf die, die jetzt vielleicht Erfahrung sammeln während dem Kampf oder anfangs. Diese Yari-Kavallerie vom guten Teddy hatte anscheinend schon Erfahrung. Aber gut, okay. Okay. Es geht mal wieder in den Kavalleriekampf. Wir kommen wohl nicht drum rum, so wie es aussieht. Spielt eine ganz zentrale Rolle hier. Schauen wir ruhig mal ein bisschen rein. In der Moralbonus hält es momentan bei beiden gleich. Ausgeglichener Kampf. Die Einheit hat es ein bisschen einfacher. Weil die besseren Ansturm bekommen hat, ist aber zahlenmäßig unterlegen. Daher müsste man sehen, wie die Sache läuft. Dieser ein Lundenschloss Samurai hat sich jetzt nach vorne gewagt und das ist, ja, es ist immer schwierig, Artillerie, finde ich, beim Angriff einsetzen zu können. Muss man sich wirklich gut schützen mit, finde ich. Also gut, okay, lassen wir es mal ein bisschen mehr aus dieser Perspektive. Die Einheit ist speziell ermutigt worden, so wie es aussieht. Verliert aber dennoch gegen die Bogenkriegermönche Einheit. Schießt aber. Junge, Junge, Junge. Schießt aber ordentlich. Und diese Naginata Samurai Einheit vom guten Master Commander hat auch ganz schön was abgekriegt. Wohl durch beide drei Einheiten. Also von daher. Wow. Also die Einheit tut hier einen sehr guten Job. Ich meine, die Einheiten sind natürlich auch nicht so gut gerüstet. Naginata Samurai haben generell eine gute Rüstung, aber gegen. Schusswaffen sind dann doch nicht immun, von daher sehr gut gesteuert vom guten Teddy. Die Einheiten verlieren es natürlich, aber sie haben ihren Dienst getan.
Diese eine Einheit, Yari-Kavallerie, hat es überlebt. Die einzige noch lebende Kavallerie, so wie ich das jetzt hier so sehe. Und jetzt geht der Teddy in den Nahkampf. Naja, man wird sehen. Okay. Master Commander geht jetzt von der rechten Flanke aus mit zwei Katana-Samurai-Einheiten und einer Naginata-Kriegermeist-Einheit auf die linke Flanke vom Teddy. Und der Rest stürmt ins Zentrum, beziehungsweise geht auch noch auf die rechte Flanke. Und hoho, hier wäre das gedacht. Noch zwei Kavallerie-Einheiten, zwei Kavalleristen, zweimal Katana-Kavallerie. Okay, die machen sich auch noch auf den Weg, stürmen dann wahrscheinlich, so wie ich das sehe, hier. Oh, wenn jetzt das passiert, was ich denke, dann ist es natürlich übel. Aber anscheinend hat Master Commander die Lage überblickt und hat schnell seine Naginata-Kriegermönche hingeschickt. Die Einheit wird wohl sterben, die schafft es nicht mehr, die ist zahlenmäßig unterlegen. Und erfahrungsmäßig auch. Die eine Katana-Kavallerie hat er aufgehalten, die andere aber nicht. Und ich denke mal, diese Einheit wird jetzt, ich muss mich schon sehr täuschen, mitten auf sein General gehen. Also das wäre jetzt das, was ich machen würde. Und das scheint er nicht zu tun. Vorerst jedenfalls nicht. Er rast lieber erstmal in die Katana-Samurai. Ich meine, er hätte ja hier durchrushen können und dann hinten rein. Okay, aber er steht zu seinen Einheiten und gibt diesen kleinen Vorteil aus der Hand. Okay, wäre eigentlich nur logisch gewesen, weil wenn der General erstmal stirbt, dann hat er gute Master Commander schon schwieriger. Okay, gut. Da denkt man vielleicht in dem Moment auch gar nicht dran, sondern denkt nur daran, seine Einheiten zu unterstützen. Auch gar nicht mal so schlecht, weil der gute Master Commander hat nämlich sehr viel Katana-Infanterie. Noch dazu sehr gut eingesetzt. Die hat jetzt so durch den Kriegsschrei ein bisschen ängstlich, aber dennoch standhaft, und ihr seht, der Nachteil schwindet schon. Jetzt kriegt man sich hier gegenseitig mit dem Kriegsschrei. Bekriegen mit dem Kriegsschrei, auch nicht schlecht. Und ihr seht, für Master Commander, aber auf beiden Seiten herbe Verluste, muss ich sagen. Also die Schlacht ist sehr hart. Und der General scheint jetzt doch angegriffen zu werden. Aber ein bisschen spät, lieber Teddy, das hättest du früher machen können. Aber okay, jetzt ist er auch durchgebrochen mit seiner ganzen Infanterie und kann sich den guten Master Commander von allen Seiten schnappen. Gut, okay, sofern das jetzt nicht wieder korrumpiert ist, das räume ich, wie gesagt, bei jedem Kommentar bei diesem Turnier ein. Ich schreibe immer drunter, wie es ist, das sei nur mal gesagt. Hat der gute Teddy diese Schlacht jetzt gewonnen? Der General vom Master Commander verendet jetzt hier auch an dieser Stelle. Und ja, doch, die Sache ist relativ eindeutig. Diese Schlacht geht an Teddy, verdient gewonnen. Vielleicht hätte man die Sache hier ein bisschen beschleunigen können mit dem General. Nur meine Ansicht, mein Vorschlag. Ansonsten sehr sauberes Spiel, hat mir gefallen. War eine sehr interessante Schlacht, ein würdiges Halbfinalspiel meiner Meinung nach. Und ich bin ja mal gespannt, wie denn dann das letzte Spiel ausgehen wird. Denn das war jetzt der vierte Kommentar zum Turnier von Master Commander. Und ich bin ja wirklich gespannt, wie das letzte letzte Schlacht, also das Finale, dann aussehen wird. Wer schnappt sich den Sieg? Wer dann einzieht ins Finale, könnt ihr euch auch noch ansehen. Die Schlacht dürfte schon gespielt worden sein. Ich habe das Replay aber noch nicht erhalten. Aber sobald ich es erhalte, wird es auch kommentiert. Und dann ist dieses Turnier auch schon wieder am Ende. Aber erstmal zu diesem Video noch. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt doch einen Daumen hoch. Und wenn ihr gerne mehr sehen wollt, dann abonniert diesen Channel. Und ansonsten sage ich ciao, meine Lieben, euer Taiya Hiro. Ciao. Sayonara.